mitzumachen. Julian Assange hat immer wieder darauf hingewiesen, Martyrium von Julian Assange informieren und an seinem Fall exemplarisch könnte vielleicht dann auch ein Umdenken. Ach ja, der sagte, 306 Tage Fußfessel ohne Anklage, die hat Julian Assange 2011 schon hinter sich gehabt, mit großer Empörung. Was wir jetzt haben, 10 Jahre später, ist an Grausamkeiten damit gar nicht zu vergleichen. Und es gibt im Internet auch noch bei YouTube ein interessantes Video, bei dem Julian Assange sehr viel spricht, aber es ist natürlich alles in Englisch, also nicht für alle so brauchbar. Das Ganze hieß Holberg Debate und ist vom Dezember 2017. Da war er also noch in der Botschaft und konnte noch Videos drehen, Leute treffen und wirklich seine Botschaft in die Welt rausbringen. Die Zeiten waren ja kurz danach leider vorbei. Aber er hat da in dieser Holberg Debate gesagt, ich zitiere jetzt Julian Assange, wenn wir verstehen, dass Kriege das Ergebnis von Lügen sind, die der britischen und der amerikanischen Öffentlichkeit sowie der Öffentlichkeit in ganz Europa und anderen Ländern aufgetischt werden, wer sind dann die Kriegsverbrecher? Es sind nicht nur Führer, es sind nicht nur Soldaten, es sind Journalisten. Journalisten sind Kriegsverbrecher. Und obwohl man meinen könnte, dass uns das zu einem Zustand der Verzweiflung führen sollte, dass die Realität, die um uns herum konstruiert wird, von Lügnern konstruiert wird, von Menschen, die denen nahestehen, die sie eigentlich überwachen sollen, sollte es uns auch zu einem optimistischen Verständnis führen. Also wenn Kriege durch Lügen begonnen werden können, kann Frieden durch Wahrheit begonnen werden. Jetzt sind wir doppelt gewesen. Ja. Also nochmal. Die Medien sind im Allgemeinen eine der zerstörerischsten Kräfte, die es je gegeben hat. Sie haben zu fast jedem Krieg geführt, den wir je hatten. Darüber kann man natürlich diskutieren, aber trotzdem ist es, glaube ich, eine Wahrheit, die einfach wichtig ist, dass man auch diesen Punkt bedenkt, denn man denkt ja immer, ja, wir werden ja toll informiert und es ist ja nur anderswo, also in den Medien irgendwie die Sachen nicht stehen, die wichtig sind. Natürlich werden die Kriege ganz woanders geplant, nicht in den Medien, sondern die werden in den Schaltzentralen der Macht geplant. Und die Medien sind eben willige Vollstrecker. Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Ich frage mich hier manchmal, was ist das für eine Welt? Da muss jemand über Jahre in Einzelhaft sitzen, weil dort in dieser Botschaft entschieden worden ist, dass er angeblich ein Kriegsverbrecher sei. Es ist wirklich unglaublich. Also Julian Assange, also Leute, ich bin immer wieder neu wütend über diese Welt. Julian Assange, Vater von 2 Kindern, sitzt fest im Einzelhaft in Belmarsch. Er ist jahrelang in der Botschaft festgesetzt worden. Und warum, wieso, weshalb? Weil Julian Assange der Gründer der Plattform WikiLeaks ist. Und diese Plattform WikiLeaks, die ist einfach dafür gegründet worden, dass Leute Möglichkeiten haben, Kriegsverbrechen, üble Machenschaften in der Welt, dass sie endlich mal veröffentlicht werden. Das ist natürlich nicht so lustig für die Amerikaner, für die Russen und für alle möglichen Diktaturen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann logischerweise solche Leute wie Julian Assange festsetzen und am liebsten demnächst ja, umlegen, muss man ja so sagen. Denn 175 Jahre, falls er wirklich ausgeliefert werden sollte, was ja hier keiner hofft,
Das ist ja ein Unding. Ich meine, Lebenserwartung müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich frage mich, was das hier für ein Spiel ist. Und ein Spiel in einer Demokratie. Wir sind hier nicht in Usbekistan oder sonst wo. Das ist Großbritannien, das ist Deutschland. Und alle gucken weg. Frau Baerbock hatte gemeint, noch bevor sie gewählt worden ist, ja, sie wird sich in jedem Fall für Herrn Assange einsetzen. Davon ist sie jetzt weit abgerückt. Inzwischen hat sie ganz andere Sachen zu tun. Offensichtlich Sachen, wo ich mich auch frage, was hier los ist. Mord und Totschlag in der Welt. Und auch wir haben was damit zu tun. Ich will mich gar nicht weiter darüber auslassen, über diese Geschichten, die die Russen da vom Zaun gebrochen haben. Das ist sicherlich ein Kriegsverbrechen. Aber wir haben damit auch was zu tun. Und auch diese Regierung, die sich jetzt einfach taub stellt, wenn es um Julian Assange geht. Glücklicherweise waren jetzt am Wochenende zweimal ein Film zu sehen, einmal in Babylon und einmal im Akut. Und er war sehr gut besucht. Es waren die Filmregisseure da und haben dazu noch mal ein paar Worte gesagt. Ich habe mir das selber angeguckt und ich sage ehrlich, ich bin ja nun auch da ein bisschen auf der Nadel und denke mal, ja, ich muss auch mal ein paar neue Informationen haben. Als ich da so die anderthalb Stunden gesessen habe da im Kino, im Akut, da habe ich richtig auch nochmal Wut gekriegt, muss ich einfach mal sagen, ja. Und selbst die Filmemacher haben auch zu Anfang gesagt, ja Mensch, wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein, als es darum ging, machen wir den Film oder machen wir den nicht. Da meinte die Regisseurin, ja, wir haben ja auch gedacht, das ist ja vielleicht ein Verbrecher, der hier Frauen vergewaltigt und so weiter. Und dann haben die sich mal mit der Sache ein bisschen näher befasst. Dann war Nils Melzer da im Gespräch und dann haben die gesagt, Mensch, das ist ja ein Riesenfake, der hier läuft. Unglaublich. Na gut, ich höre jetzt erstmal auf und schreie einfach nochmal laut mit euch zusammen. Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Dankeschön! Danke, Michael, das war toll. Das war notwendig, na klar. Und ich habe vorhin so über die Journalisten geschimpft, mit Hilfe von Julian Assange's Worten. Aber er ist ja selber Journalist. Und das soll ja nur heißen, es gibt eben zu viele von denen, die da mitmachen. Wie bei den Ärzten, höre ich gerade, ja. Und es gibt eben auch ein paar gute, das ist ja damit nicht gesagt, dass jetzt alles schlecht ist oder, ja, Lügen. Über was für einen Journalismus habe ich geschimpft? Ach so, Lumpenjournalismus, ja. Genau. Es gibt auch den wahren Journalismus. Abgeordnete der regierenden Parteien im Bundestag geschrieben, dass sie sich einsetzen sollen für Assange und habe von einem Büro einer Abgeordneten, von der SPD, eine Antwort bekommen. Von Frau Annika Klose hat mir ein Mitarbeiter geschrieben, das möchte ich mal vorlesen. Ich denke, das ist interessant. Als Mitglied des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags hat Frau Klose vor kurzem bereits eine Petition zum Fall Assange beraten. Mit der Petition wurde gefordert, die psychologische Folter des Journalisten Julian Assange und den damit verbundenen Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland und Europa zu verurteilen. Inhalt der Petition waren ebenfalls Schilderungen zu den Haftumständen und Bedingungen im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Belmarsh sowie die Ergebnisse der Untersuchungen des UN-Sonderberichterstatters in diesem Zusammenhang. In der Ausschusssitzung am 6. Juli 2022 hat Frau Klose vorgeschlagen, die Petition zur Berücksichtigung an die Bundesregierung zu geben. Der Petitionsausschuss hat sich in der Sitzung mehrheitlich für diesen Vorschlag ausgesprochen. Mit dem Berücksichtigungsvotum wurde die Petition vom Petitionsausschuss mit dem höchsten zur Verfügung stehenden Votum versehen. Es bedeutet, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, das Anliegen der Petition umzusetzen. Der Beschluss des Petitionsausschusses wurde bereits an die Bundesregierung weitergegeben und befindet sich derzeit in dortiger Bearbeitung. Das war also, ist das der Stand vom Juli. Ich habe im Internet versucht, was rauszufinden über diese Petition. Nichts ist nichts zu finden.
kriegt man nichts raus, wie das jetzt weitergeht oder gegangen ist. Und das wäre aus meiner Sicht ein Hebel oder ein Punkt, an dem wir ansetzen können, dass wir an die Abgeordneten schreiben, hallo, was ist mit der Petition zu Assange passiert? Warum macht die Regierung nichts? Sie ist dazu aufgefordert worden von dem Bundespetitionsausschuss. Das ist immerhin ein hohes Gremium im Bundestag. Also das einfach mal als Information. Es haben ja über 240.000 Menschen die Camp Act Petition unterschrieben. Und das habe ich auch in meine Briefe reingeschrieben an die Abgeordneten, auch der FDP, die ja das Wort Freiheit in ihrem Namen führen. Und dass sie sich doch bitte für Pressefreiheit und für diesen Vertreter und Verteidiger der Pressefreiheit international einsetzen sollen. Danke, das war ein großartiger, wichtiger Hinweis. Das hat ja auch Sevim Dardelen deutlich gesagt bei diesem Treffen in der jungen Welt, als John Shipton mit seinem Sohn Gabriel Daniel, warte mal, ich vergesse mal, Gabriel. Da war und Mahnwachen, ja, sind wichtig, aber eben genauso oder noch wichtiger, die Abgeordneten eben wirklich direkt selber anschreiben, vielleicht vor allen Dingen diejenigen, die im eigenen Wahlkreis sind, damit die irgendwie noch ein bisschen mehr Druck haben zu antworten, wenn sie merken, das sind Leute, die sie vielleicht dann nicht mehr wieder wählen oder so, wenn sie keine Antwort bekommen. Und wirklich dieses persönliche Anschreiben dahin schicken. Ja, manchmal hat man ja Glück, dass man dann tatsächlich auch eine Antwort kriegt. Aber das mit der Petition ist toll, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, diese Petition auf jeden Fall auch noch zu erwähnen in dem Schreiben. There's only one decision. No extradition. There's only one decision. No extradition. There's only one decision. No extradition. Only one decision. No extradition. Sofort! Freiheit für Julian Assange! Sofort! Freiheit für Julian Assange! Sofort! Lasst ihn frei! 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 Sofort! Journalismus ist kein Verbrechen. Journalismus ist kein Verbrechen. Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Journalismus ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange!